Heute treffen wir Dionys Ramay, kurz Dio. Dio, man hat das, die Mannschaft innerhalb von wenigen Tagen aus dem Boden gestampft. Du bist ein Teil davon, du spielst in der Offensive schon sehr erfolgreich, schon Tore erzielt. Dio, wie schwierig ist es, von 0 auf 100 zu gehen? Ja, von 0 auf 100. Wie man weiß, die Mannschaft hat sich sehr schnell geformt. Alles neue Spieler, neue Charaktere, man kennt sich nicht. Aber für das, dass wir alles neue Spieler sind, finde ich, läuft es bisher ganz gut. Wir kennen uns alle schon ein bisschen näher jetzt, sind ein paar Wochen schon zusammen trainieren und sind alle super Jungs. Also bisher alle super. Man ist ein sehr, sehr internationales Team. Du kommst aus der Schweiz. Erzähl mal, wie kommst du zum FC Wacker Innsbruck? Das ist so, durch meinen Manager. Der hat mir das angeboten. Der hat mir von der Situation erklärt, vom Club. Und somit bin ich hier gelandet. Genau. Okay, dann du bist jetzt ein paar Wochen hier. Welchen Eindruck hast du? Super, also wirklich. Ich war hier im Probetraining für eine Woche, habe das alles gesehen. Da waren auch schon die Jungs da, die jetzt hier sind. Ja, was kann man dazu sagen? Die ersten paar Wochen auch in den Spielen, die Fans, unglaublich. Muss man sagen, das ist schon sehr speziell, dieser Club. Man kennt die Geschichte. Und es ist für jeden Spieler, denke ich, ein spezieller Moment oder genau einfach speziell hier sein zu können, zu spielen. Du hast ja in deiner noch relativ kurzen Karriere, die hast du in der Schweiz verbracht. Wie kommst du zum Fußball grundsätzlich? Zum Fußball? Ja. Das war, als ich 4 Jahre alt war, da habe ich schon mit Fußball angefangen. Wie ich genau drauf gekommen bin, kann ich nicht sagen. Es hat mich einfach schon immer gezogen, Fußball zu spielen. Die Sportart hat mir gefallen. Und als ich dann anfing, schon von klein auf, wusste ich, das will ich noch eine lange Zeit machen. Du kommst vom FC United Zürich. Der sagt bei uns natürlich keinem was, weil der auch unterklassig ist. Aber ich glaube, der hat da ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie wir, oder? Ja, genau. Dieser Verein hat auch so eine ähnliche Geschichte wie Wacker Innsbruck. Die hat auch turbulente Zeiten hinter sich. Also ich bin mir das gewohnt. Was du sicherlich nicht gewohnt bist oder wie ganz, ganz viele nicht gewohnt bist, ist der Fanzuspruch, der auch für diese Liga ja äußerst ungewöhnlich ist. Ja, das ist so. Wie gesagt, die Fans sind unglaublich. Wir freuen uns immer, wenn so viele uns unterstützen bei jedem Spiel, egal welche Liga wir spielen. Und ich glaube, das ist wirklich speziell. Das hat nicht jede Mannschaft und wir sind unglaublich dankbar für unsere Fans. Jetzt hast du schon ein paar Spiele gemacht. Kann man schon ein bisschen was sagen über die Liga als solches? Wie schätzt du die ein? Was kann man dazu sagen? Die Mannschaften, wenn sie hören, dass sie gegen Wacker Innsbruck spielen, geben die 100%, das ist normal, oder? Und wir gehen jedes Spiel gleich an. Wir unterschätzen keine Gegner. Wir fokussieren uns jedes Wochenende auf einen neuen Gegner und versuchen, unser Spiel zu machen, wie der Coach das von uns will. Und genau. Du hast jetzt schon ein paar Spiele in der Liga gemacht. Wie würdest du sie einschätzen? Die Liga ist, finde ich, relativ gut. Jede Mannschaft will natürlich gegen Wacker Innsbruck gewinnen. Das spürt man auch auf dem Feld. Und wir müssen einfach jedes Spiel Vollgas geben und keinen Gegner unterschätzen. Das ist das Wichtigste für uns. Ich glaube, eine unserer Stärken ist sicherlich die technische Versiertheit und das Zusammenspiel, schnelles Kombinieren. Wie siehst du das? Ja, das sieht man auch. Wir haben sehr gute einzelne Techniker in der Mannschaft und da kann man im Spiel auch sehr gut sich Vorteile verschaffen mit diesen Spielern. Die Liga ist auch ziemlich körperlich und das merkt man auch in den Spielen. Also wir müssen auf alles bereit sein, technisch, körperlich. Jetzt geht's am Sonntag kommt es zum ersten Stadtderby gegen den IAC. Natürlich kannst du noch wenig zum Gegner sagen, aber ich kann dir sagen, dass das sicherlich eine heiße Stimmung werden wird und ja, wie Derbys eben sein müssen. Ja, genau. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf das Wochenende.
Wir sind auch heiß drauf auf dieses Spiel und wir werden es genauso wie jedes Wochenende anpacken. Mhm. Fokussiert, schon jetzt Anfangswoche, Vollgas geben und dann holen wir die 3 Punkte. Mhm. Okay, Dio, gehen wir ein bisschen weg vom Sportlichen, kommen wir zu dir als Person. Mhm. Ja, was muss man denn über den Dionys wissen? Ja, groß wissen muss man nichts von mir. Also ich bin eigentlich eine offene Person. Ich spiele sehr gerne Fußball, wie man sieht. Ich, da machen wir abgesehen vom Fußballfeld, was machst du so privat? Privat habe ich die kaufmännische Lehre abgeschlossen in der Schweiz. Mhm. Zurzeit arbeite ich noch nicht. Man hat die Möglichkeit, hier arbeiten zu gehen. Mhm. Das ist bestimmt eine Möglichkeit für mich in der Zukunft. Mhm. Und ansonsten trainiere ich eigentlich den ganzen Tag, 2-mal am Tag. Und so vergeht auch mein Tag. Mhm. Du hast die Stadt sicherlich schon kennengelernt, du hast die Fans kennengelernt. Wie begegnet man dir in der Stadt? Also mein Eindruck, die Stadt ist wunderschön. Das muss man sagen. Es ähnelt ein bisschen an die Schweiz. Mhm. Und die Leute sind alle super nett, also wirklich, die Stimmung hier, es gefällt mir wirklich sehr. Also Innsbruck ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt und die Leute sind alle immer super happy, gut drauf und das gefällt mir. Ja, okay, sehr, sehr schönes Schlusswort. Dio, ich bedanke mich sehr für das Interview. Ich wünsche dir und der Mannschaft alles, alles Gute. Danke. Danke vielmals.